Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Arc Age. Und heute mal ausnahmsweise solo, nicht mit den anderen zusammen. Und das hat einen, ja, denke ich, ganz guten Grund. Es ist so, dass mit dem letzten Update neue Tutorials ins Spiel gefunden haben, neue Intros. Und das alles doch recht nett gemacht ist, sodass ich glaube, dass es sich auch wirklich lohnt, das mal separat zu zeigen. Eigentlich ist es lang überfällig, ist ja schon eine Weile her, dass das Update rauskam. Aber naja, man muss halt auch erstmal dazu kommen, mal wieder einen neuen Charakter zu starten, den anzulegen und das Tutorial durchzuspielen. Es sind so viele andere Sachen, die man immer wieder zeigen möchte. Und naja, es wird zumindest so nicht langweilig, das ist schon mal gut. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns mal an, was sich da geändert hat. Und zwar hat jetzt jedes Volk hier die Geschichte des Volkes als kleines Intro. Als Intro-Button sozusagen hier. Diese Geschichten sind jene Intros, die wir auch bereits kennen, wenn wir mit der alten Version einen Charakter erstellt hatten. Dann, bevor das Spiel angefangen hat, kam diese Geschichte quasi als damaliges Tutorial-Video in Anführungszeichen mal so gesagt da rein. Aber jetzt können wir das uns so anschauen und bekommen ein anderes neues Tutorial gezeigt. Da wir die Nuyan und die Harani bereits in Let's Plays gesehen haben, würde ich vorschlagen, wir schauen uns einfach mal die Geschichte der Firan an. Mal gucken. Wenn da irgendwann mal was kommt. Ah. In der Ballade eines alten Dichters wurden die Firan einst Kinder des Sturms genannt. Firan-Kinder lernen erst zu rennen, dann zu gehen. Für ein so rastloses Volk ist anderes undenkbar. Siedler zeichnen ihr Leben auf oder bauen Häuser, aber nicht so die Firan. Sie sehen keine Notwendigkeit für Herd oder Heim. Sie brauchen kaum mehr als Fleisch und Tau, um ihren Hunger und ihren Durst zu stillen. Vor Jahrhunderten, als Krieg Auroria entzweite, führte Taiyang die Firan in die Schlacht. Man sagt, dass die Ebenen in Flammen aufgingen, als sein bester Freund ihn im Kampf besiegte. Als die Firan aus Auroria flohen, ließen sie ihren Kummer hinter sich zurück. Der Wind ihrer neuen Berge trocknete ihre Tränen. Die unbezähmbaren Katzenmenschen befremdeten andere Siedler, besonders die reichen Harani. Ihr Misstrauen machte Frieden von Anfang an unmöglich. Harani sind nicht sehr gesellig und der Konflikt mit den Firan war nur eine Frage der Zeit. Auch wenn die Kinder des Sturms öfter siegten, so hatten ihre Feinde ein ganzes Imperium. Ein Imperium, das vor hochentwickelter Technologie und ausgebildeten Kämpfern nur so strotzte. Um so einer Kriegsmaschinerie standzuhalten, mussten die Firan ihr eigenes Imperium erbauen. Sie nannten es Temi und die Harani erlitten mehr und mehr Niederlagen. Ihre gewandten, grausamen Gegner glichen dem Sturm und die Harani zogen sich zurück. Unterdessen gewöhnten sich die Firan an ihre Häuser und passten sich den Harani an. Die Harani warteten, bis die Firan vergaßen, wie der Wind zu kämpfen. Als sie dieses Mal zuschlugen, hatten sie die absolute Übermacht. Das Temi-Reich zerbarst wie Eis und sandte Splittergruppen der Firan in die Wildnis zurück. Doch Wind hält nicht für immer still. Die Firan waren wieder Nomaden, denen die Steppe Kraft gab. Sie ließen ihren Kummer in den Ruinen von Temi und der Wind trocknete ihre Tränen. Wie ein Gewitter brachen ihre Stärke und Macht über den Feind herein. Hunderte Jahre vergingen. Seher prophezeiten die Geburt eines neuen großen Mara. Er würde die Firan zurückführen zu den Ebenen ihrer Ahnen, nach Auroria. So wie es Taiyang prophezeit hatte.
Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass die Geschichte von Temi sich wiederholt. Erneut die Steppen zu beherrschen, aber nicht mit einem Imperium, sondern wie der wilde Wind. Den Geist von Taiyang zu folgen, der noch immer in euch allen fortlebt. So, das war die Story der Firan. Wie gesagt, diejenigen von euch, die die Katzenmenschen hier schon gespielt haben, werden das vermutlich schon kennen. Ich glaube, wie gesagt, da wurde nichts dran geändert. Zumindest habe ich keine Veränderung bei den Nuyan oder den Harani feststellen können. Was mich jetzt eigentlich bei der Story echt irritiert hat, war, es ist ja so, dass das Bündnis aus Nuyan und Elfen gegen das Bündnis aus Firan und Harani kämpft, aber die Firan und Harani scheinen ja doch eher erbitterte Feinde zu sein nach dieser Story. Ziemlich komisch und in meinen Augen unlogisch. Vielleicht verstehe ich auch irgendwas nicht und ihr könnt mir da wieder weiterhelfen. Aber dann wollen wir uns jetzt nicht mehr aufhalten. Wir nehmen mal die Katzenmenschen und geben dem ein schönes Erscheinungsbild. Das machen wir schnell diesmal, keine Angst. Wir nehmen am besten hier sowas vorgefertigt. Sekunde. Ja. Ich glaube, ich muss doch mal ganz kurz Hand anlegen. Moment, das tut mir leid, aber der Frisur kann ich nicht anders. So, ja, das sieht doch ganz gut aus. Lippenfarbe, genau. Oh Gott. Haben wir denn auch noch grüne Haut? Das wäre natürlich der Oberhammer. Haben wir nicht. Wie sieht das denn aus? Entschuldigung, es tut mir so leid. Aber da kann man echt mal Spaß haben. So, hier Farbe, ist da noch irgendwas? Da kriegt er noch irgend so ein Gepinsel ins Gesicht. Hier. Oh, Alter. Ich bin nicht doof, ich sehe nur so aus. Moment. So, diesen Augenstreif machen wir da. Gott, sieht der bemitleidenswert aus. Der guckt auch noch so mitleidig, finde ich. Warum? Warum konnte ich nicht an einen anständigen Let's Player geraten? Warum? Okay, gehen wir mal mit. Sehr furchteinflößend. Okay, hier können wir jetzt ein Skillset auswählen, also unsere Anfangs-Skills, da hat sich auch wenig geändert. Was allerdings Neues ist hier unten eine gewisse Bewertung der Schwierigkeit dieses Skillsets. Die Zauberei ist als relativ schwierig bewertet, das Bogenschießen als relativ einfach, das kann ich soweit bestätigen, der Vitalismus als relativ, oder was heißt relativ, als sauschwer. Ja gut. Kann man so und so sehen. Ich fand es eigentlich relativ einfach. Es dauert einfach nur lang. Es ist eigentlich sofern einfach, als dass man immer schön die Heilung auf sich hat und... Naja, gut. Okkultismus ist sau einfach. Und das Schattenspiel ist, naja, immerhin herausfordernd, nennen wir es mal. Gut, mit dieser Bewertung ist halt drin. Ich finde, man braucht sie nicht unbedingt, weil letzten Endes kommt es halt drauf an, was man für ein Typ Spieler ist. Einer, der immer nur ein DD macht, wird vielleicht mit dem Heilen sicherlich nicht so gut zurechtkommen. Ich nehme jetzt einfach mal den Okkultismus, das habe ich bisher noch nicht so sehr. Und wie nennen wir ihn? So, Grünkohl. Schauen wir mal. Charakter erstellen. Diesen Charakter abschließen. Wir stürzen uns mit Grünkohl. Ach, Name ist ungültig. Grünling. Bestätigen. Das ist ungültig. Ist das wegen dem Ü? Gruenkohl? Ah. So, Grünkohl. Da ist unser Grünkohl. Oh Gott. Was habe ich getan? Okay, wir legen los. Und dann schauen wir uns das neue Tutorial mal an. Neue Ladebildschirme gibt es auch noch. Sensationell. Schöne Zeichnung, wie ich finde.
Na komm, lad schneller. Manche Monster sind recht schwach, doch andere geradezu markerschütternd stark. Wer hätt's gedacht? Rin. Mach hin. Grünkohl wird ungeduldig. Auch ich war einst so jung. Und grün. Wasson, wer bist du? Was? Nur ruhig. Ich bin der Barde Lucius. Vielleicht hast du von mir gehört. Viele Barden benennen sich nach Abenteurern. Aber was hast du in meinem Schlafzimmer verloren? Ich habe eine wichtige Mission und brauche fähige Individuen. Es ist mitten in der Nacht. Was für ein Streich! Lass es mich dir auf meine Weise erklären. In Versen. Jenseits der Ewigkeit erwachte die Mutter. Ihr Garten erblühte. Doch alles hatte seine Anmut verloren. Denn sie hatte von einer anderen Welt geträumt. Vor der Pforte wirbelte ihre Macht. Sie verlangte nach mehr. Mit Magie und Licht labte die Mutter die Welt. Alles gedeihte. Äonen verstrichen unter ihrer gütigen Pflege. Doch während die Mutter schlief, fanden 12 Narren ihr Tor. Sie marschten hinein wie Eroberer. Ohne Wissen, ohne Verstand. Entfesselten Schreckliches aus dem Kopf. Und hofften auf einen neuen. Während sie die versandten Kriminale versiegelten ihr Tor, ohne die ewige Magie und das Leben verkümmern, während Stürme und Schlangen walten, wollten nicht hören, wollten nicht wahrhaben, hatten vergessen. In den Norden zurückzukehren. Ich versprach es vor langer Zeit. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Aurora liegt brach. Niemand lebt dort. Die Magie kehrt zurück. Mit ihr das Leben. Aber sie braucht dich. Du meinst, ich sei eine Art Held? Mitten in der Nacht faselst du Blödsinn. Ohne die ewige Magie wird das Leben verkümmern, werden Stürme toben und Schlangen walten. Sie wollten nicht hören, wollten nicht wahrhaben. Sie hatten vergessen. Schöner Fehler. Oh ja. Die WASD-Tasten, um Hamish am Kai zu finden. Okay, wir müssen die WASD-Tasten jetzt betätigen. Das ist jetzt das neue Tutorial. Sorry für den Sound im Tutorial, beziehungsweise war ja irgendwo auch die Sprachausgabe nicht mehr ganz passend. Die Schlusssätze quasi waren nicht quasi synchron mit dem Text unten. Aber die Soundeinstellung kann man da nicht anpassen. Es war dann einfach manchmal ein bisschen zu viel Musik, aber man konnte ja mitlesen. Ich fand das ganz cool gemacht. Es hat letzten Endes die Story erklärt, die wir sonst hier erst im Laufe der Missionen erfahren haben, wie dann die Helden oder diese Abenteurergruppe quasi zu Göttern wurden. Und das alles werden wir dann jetzt vielleicht nochmal im Detail dann auch in diese Storys dann nochmal sehen. Aber das Intro war auf jeden Fall ganz nett gemacht und hier stehen wir jetzt mit unserem Grünling. Ich musste ja zwischendrin immer lachen, sorry dafür. Er sieht einfach zu lächerlich aus. So, mit WASD können wir uns hier bewegen. Wir müssen wahrscheinlich in diese Pfeilrichtung. Ich frage mich allerdings, wo wir hier... Ah.
Wir sind in der Stadt der unsichtbaren Wand. Kann ich ins Wasser fallen? Das kann ich auch nicht. Okay, also ich kann hier nur geradeaus laufen. Es sieht schön aus, wenn es doch nur überall immer so belebt wäre wie hier. Das muss ich ja sagen, das vermisse ich so ein bisschen, aber das hier wirkt jetzt wie so ein belebter Fischmarkt halt. Und eine Marktschreierin hier. Die ist aber hübsch. Ei, wird gefeilscht und die Kinder suchen sich was aus und das finde ich schön. Aber warum ist das nur im Intro so? Das Spiel selbst wirkt teilweise einfach so ein bisschen steriler. Schön hier. Sehr schön. Hier da oben ist ein stehendes Luftschiff. Schön, schön. Gut, schauen wir uns mal an. Mit Hamish oder Hamish oder wie auch immer müssen wir reden. Was willst du hier? Eine Gondelfahrt? Ha! Die Seefahrt macht ohne Rum keinen Spaß. Und Reime. Reime und Rum. Und Schiffe. Trink. Okay. Guter Großvater, bist du hier, um den Kapitän zu treffen? Ja, bin ich. Er sollte am Kai sein. Geh einfach zum geschäftigsten Schiff. Das. Hey, warte mal. Die See ist mir nicht fremd. Ich war vor einiger Zeit selbst ein Bärsee. Oh, Seebär. Zeit für dein Schläfchen, Opa. Ja. Am Kai. Klicke und ziehe, um deinen Blickwinkel anzupassen. Wir machen erstmal Folgendes. Oh. Oh, ich komme nicht ins Menü. Ich wollte euch jetzt einen lauteren Sprechsound, also ne? Ihr wisst, was ich meine, lautere Stimme hier besorgen für die von den Leuten, aber leider kann ich nicht ins Menü und da irgendwas ändern. Schade. Also ihr müsst jetzt leider mit diesen etwas leisen Stimmen zurechtkommen. Ich muss mich drehen und jetzt ja, muss ich da runterlaufen natürlich. Da ist der Pfeil. Ich laufe aber erstmal da vorne hin haben. Okay, dann nicht. Auch hier diese ganzen kleinen Handelsschiffe. Stopp! Was meinst du, wo du hingehst? Hast du dich verirrt? Willst du der Besatzung etwa in dieser Kluft beitreten? Findest meine Frisur nicht schön? Verkrümel dich bloß. Genug! Es ist mein persönlicher Gast. Zurück an die Arbeit, bevor ich dich Kiel holen lasse. Zu Befehl. Der mag meine Frisur. Entspann dich. Ich habe auf dich gewartet. Du hast einen reichen Gönner, der deine Talente schätzt. Lass mich dir dein neues Heim zeigen. Sehr schön, dieses neue Heim. Gehe zum Captain und drücke F, um die Quest anzunehmen. Mach ich. An Bord! An Bord, genau. Ach so, F. Da fehlt die Stimme. Die Vorhut hat einen Raben geschickt und bittet um sofortige Verstärkung. Jetzt yeah. Können wir nicht weiter herumsitzen und warten. Eins noch. Du wirst echte Rüstung brauchen. Probier die hier mal an. Die See steckt voller Gefahren. Aye, Captain. Verwende die Leiter, um das Schiff zu besteigen. Oh, da habe ich die Rüstung schon an. Ich dachte, wir müssen jetzt das Inventar öffnen, Rüstung anlegen und kriegen das noch gezeigt. Nein, das kommt wohl später. Ja, jetzt sieht er doch gleich viel besser aus. Ich frage mich... Ja, furchteinflößend. Ich frage mich, wie der wohl... Oh, diese F12-Taste funktioniert nicht. Das ist aber schade. Kann ich nicht mal mehr richtig Screenshots machen, obwohl ich habe ja gar keine UI. Leider steht da nur diese Schrift da im Weg, sonst könnte ich einen schönen Screenshot machen. So. Vielleicht, ja, geht bestimmt trotzdem ein schöner Screenshot. Jawohl, guck nach oben, genau. Der blaue Pfeil nervt, finde ich. Na egal. Also, wir gehen da jetzt hoch und benutze die Leiter nach unten, oder wie? Also F. Zum Ergreifen der Leiter und dann B zum Hochklettern. Kapitän an Deck!
Zeit zum Aufbruch. Leinen los! Ja, da müssen wir wieder eine Mission annehmen. Also, ich muss ja mal sagen, diese Kamerafahrten und die Stimmung hier allgemein extrem gut. So, und was ich jetzt hier sehe, da sind richtige Brecher an Wellen unterwegs. Seht ihr das da hinten, diese Wellenberge förmlich, diese riesigen Wellen? Das Schiff macht relativ wenig Anstalten. Hier, das sind die Auroria-Berge da drüben. Das ist interessant, die kenne ich. Ich frage mich gerade, ob diese Wellenbrecher auch im richtigen Spiel so waren. Kann ich hier so? Okay. Ich kann runterfallen. Ich frage mich, ob diese riesigen Wellenbrecher auch im echten Spiel sind. Ich werde da mal drauf achten. Die See wirkt hier jetzt irgendwie rauer, aber okay, passt schon alles. Kann ich ihn runterschmeißen? Fall mal runter. Oh, egal. Aber finde ich cool gemacht, das Intro bisher. Haut ganz gut rein. Ich weiß nicht. Bist du seekrank oder neugierig? Ich kann dir nur mit einem davon helfen. Vor Jahrhunderten wurden wir aus unserer Heimat vertrieben. Und jetzt hören wir, dass sich das Land erholt. Zeit zurückzukehren. Natürlich ist das alles nicht ganz so einfach. Ein Volk ähnelt uns Seefahrern, weißt du? Nomaden, wir haben die weite See. Ihr hattet die weiten Ebenen Aurorias. Bis zum Krieg. Euer Held Tayang, Anführer der Armeen, inspiriert uns Kapitäne noch immer. Ein Volk kämpfte bis zu seinem Ende unbeirrt. Bis ihr mit den anderen Völkern aus Auroria flüchten musstet. Wir waren von euren nomadischen Wesen verwirrt. Nicht genug Seefahrer, um euch zu verstehen. Die Ferren wurden erobert, versklavt und passten sich den Menschen an. Sie passten sich den Siedlern an, nicht den Seefahrern oder Nomaden. Ihr habt vergessen, unbeirrt zu kämpfen. Doch mit der Zeit habt ihr neue Kraft gefunden, einen neuen Traum. Den Traum, die Städte endlich wieder zu verlassen. Um Aurorias Ebenen zurückzuerobern, nicht durch die Sturm, sondern durch den Geist des Windes. Tayangs Geist, der in euch weiter. Alle Mann, wir rasten den Krieg! Ho, ho! Das, das ist aber schön. Seefahrer, an die Kanone und zeig es den Piraten. Das ist doch kein Kaffeekränzchen. An die Kanone. Also ich finde das sehr, sehr cool, dass hier jetzt so ein bisschen auf meinen Charakter eingegangen wurde. So, feuern wir da mal rüber. Dass nochmal die Story vom Volk aufgegriffen wurde und mehr. Ach man. Dass alles so schön beschrieben wird. Schön. Man die Kanonen!
Keine Turbulenzen? Scheint so, als wolle Nui dich noch nicht empfangen. Schauen wir doch mal, ob du ihrer würdig bist. Bitte. Bereit zur Patrouille. Gut, gut. Vorrücken! Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Drücke zweimal B, um zum Kapitän zu rennen und mehr über Gleiter zu lernen. Ah, wir müssen jetzt rennen? Okay, hier, die Verwundeten werden versorgt. Oh, denen geht's aber gar nicht gut. Cool, cool. Also mir gefällt es, dass das ein bisschen individualisiert ist. Ich dachte, es wäre bei allen das Gleiche. Im weitesten Sinne ist es auch so. Also alle Völker haben diese Story hier mit dem Kapitän und mit der Schiffsfahrt und alles. Also egal, welches Volk ich jetzt gewählt hätte, ob Firan oder die anderen. Ich hätte hier den Kapitän getroffen und wäre mit ihm in See gestochen und wäre auch hier gelandet. Aber dieser kurze Abschnitt im Tutorial, der genau auf das Volk nochmal eingegangen ist, den fand ich sehr, sehr schön und jetzt eigentlich auch neugierig, wie der eventuell bei den anderen Völkern aussieht. Das könnt ihr euch auch selbst anschauen. Wir werden das Tutorial in der nächsten Folge hier noch weitermachen. Ich werde jetzt hier mal stoppen und ja, dann, oder wisst ihr was? Nee, machen wir nicht. Ja? Ich mache hier weiter. Wird die Folge halt lang. Ist doch egal. Die Feinde haben bereits eine imposante Festung errichtet. Das wird nicht einfach. Hier, ich gebe dir einen Gleiter und eine Mission. Hilf mir, die Verteidigung der Festung auszuspähen. Und wir müssen die Feinde dabei im Auge behalten. Cool. Halte B gedrückt, um schneller zu gleiten. Halte D gedrückt, um nach rechts zu wenden. Halte A gedrückt, um nach links zu wenden. Halte S gedrückt, um langsamer und für längere Zeit zu fliegen. Mit R kannst du Gleitertrommelfeuer verwenden. Damit kannst du fliegende Feinde angreifen. Mit T kannst du Luftangriff verwenden. Damit kannst du Feinde am Boden angreifen. Ui, jetzt geht's aber ab. Ja. Achtung, Kanonenfeuer! Kann ich das hier... Die Befestigung ist stark. Also, ich kann nicht wirklich was machen. Schade. Bombe noch ein bisschen. Bericht zu erstatten und die Quest zu beenden. Okay, also wirklich viel fliegen konnte man da jetzt selbst nicht. Bisschen schade fand ich es vermittelt so ein bisschen einen falschen Eindruck, als könnte man mit dem Gleiter wieder nach oben ziehen und so und dann diese Rollen durch, die Bögen durch und so. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es ist schlimmer als erwartet. Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass ich mir keine Sorgen mache. An die Waffen! Unterstütze die Belagerung! Ist hier drin. Nun müssen wir nur noch einnehmen. Magnet? In den Panzer. Wir müssen alles geben, was wir haben. Oh, schön. Ah ja, diese Dinger hier, die wird es, glaube ich, irgendwann auch noch zum Bauen geben. So, dann. Dreimal auf die feindliche
Okay, wir müssen dreimal wieder auf die Festung feuern. Wohin feuern wir denn? Mal da oben hin. Kann ich da hochfeuern? Richtig. Yeah. Wird ja wohl gehen. Fünf gegen 1000. Gegen wen kämpfen wir da eigentlich? Das ist irgendwie gerade so ein bisschen verwirrend. Besiege drei Feinde. Klicke, um einen Feind anzuvisieren. Also ich muss klicken, nicht Maus. Oh. Eins. Und... Achso, ich muss klicken. Mensch, ich vergesse das immer, dass ich hier jetzt klicken muss. Ich will aber mit Fernangriff anfangen und dann so... Und hier, was haben wir denn hier? Da. So. So geht's. Ich schulde dir was. Vielleicht hatte dein Gönner ja recht. Alle Burgen verfügen über einen Magneten, der das Land magisch erhält. Zerstören wir ihn, ist die Burg unser. Fertig, dann los! Ah, okay, das ist jetzt so quasi ein bisschen die Burgeneroberung von Auroria, diese Gildenburgen. Öffne die Tore. Mache ich. Na komm. Tada! Unsere Mission, unsere Hoffnung. Ich habe kläglich versagt. Kapitän, bleib bei uns. Schon gut. Jetzt hör mir genau zu. Hier bleibt noch viel Zeit. Viel mehr als mir bleibt. Mit oder ohne Pfeil. Trainiere unverzagt und kehre eines Tages zurück. Auroria kann erobert werden, wenn du bereit bist. Heute war ich es nicht. Wie weiß ich, wann ich bereit bin? Die Zeit wird kommen und du wirst es wissen. Nein, die Götter! Gesegnete Nui, werde ich heute dein Antlitz erblicken. Dieser Vogel, so vertraut. Fort von hier. Ich habe das seltsame Gefühl, dass dein Gönner recht hatte. Du hast Potenzial. Und ich muss sicher.
sicherstellen, dass du überlebst. Vision der Vergangenheit, Illusion der Zukunft. Das ist nur ein Bruchstück der Magie, die in Auroria lebt. Und diese Magie wird dich finden, ob du es willst oder nicht. Alle Magie, gute wie böse, sei auf der Hut. Ja, das scheint so das Ende des Tutorials zu sein und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir denn kurz als Firanen auch noch weiter zocken sollten und uns die Geschichte der Firanen vielleicht noch so ein ganz klein wenig wenigstens anschauen, das Stadtgebiet der Firanen, die ersten Quests und wie das da so vonstatten geht. Ich weiß nicht, ob sich da auch was geändert hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Inwieweit da uns jetzt auch noch Neues erwartet oder das quasi Altbekanntes nur sein wird. Alles schmerzt, als hätte die Schlacht wirklich stattgefunden. Aber es muss ein Traum gewesen sein. Ein Albtraum wegen des bevorstehenden Reiferrituals. Deshalb schien alles wohl so echt. Hey da oben! Bist du wach? Los, keine Zeit mehr zum Dösen. Wohl wahr, eins nach dem anderen. Mein Tiro-Ritual steht an. Sehr schön. Ja, und hier beginnt die Story der Firanen. Hier schlagen wir uns dann durch die Welt und werden unser Ritual abschließen müssen. Ich hatte schon mal einen Firan gespielt, in der Tat. So quasi testweise. Ist aber schon Ewigkeiten her. Das, glaube ich, war der erste Charakter, den ich in Arc Age hatte. War, glaube ich, ein Firan. Da hatte ich nur mal so ein bisschen rumgezockt, ein bisschen rumprobiert. Und, naja. So genau weiß ich es daher nicht mehr, wie es ablief. Aber es war auf jeden Fall eine ganz nette Welt, eine ganz interessante Welt. Und wenn ihr da Interesse habt, das vielleicht auch zu sehen, schreibt es in die Kommentare rein. Das wird jetzt nicht als Ersatz kommen für das Arc Age Let's Play Together. Das ist jetzt, sage ich mal, die Ausnahme hier gewesen, dass ich euch mal das Tutorial vorstelle und es heute mal keine Together-Folge gibt mit den anderen vom Niveau-Clan sozusagen. Und ja, heute mal alleine. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es war für einige auch vielleicht, sag mal, erfahrenere Spieler interessant, diese neuen Tutorials mal zu sehen. Da man ja eventuell selbst keinen Charakterslot mehr frei hat, um das nochmal sich selbst anzuschauen. Und so konnte ich es mal wenigstens euch zeigen im Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Dann denke ich mit den anderen an Bord. Und wir werden dann die Welt von Arc Age weiter erkunden. Und falls ihr den Grünkohl wieder sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich gerne mit ihm auch hier wenigstens mal so ein paar Folgen drehen und ein paar Quests machen. Sicherlich allerdings nicht so super ausführlich. Aber dann lernen wir die Firanen eben auch noch mal kennen. Bis dahin auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.